Es wird sich aus dem Meer erheben. Eine uralte, wundervolle, positive, gute Kraft, die uns gerade jetzt in dieser Zeit so richtig gut unterstützen wird. Ihr dürft mit mir jetzt gleich in diese Energie, in diesem Video eintauchen und es ist unbedingt wichtig, dass du das weißt, welche Kraft hier uns zur Verfügung gestellt wird und welche Geheimnisse plötzlich wieder sichtbar werden. Also bleib dran, ich freue mich auf dich. Es geht heute um drei kräftige Energien, welche die ganze Zeit verborgen waren. Die haben oder die sind immer noch unter dem Wasser verborgen. In der Nähe vom Bermuda-Dreieck. Dort habe ich diese Energien gespürt und wir werden heute energetisch dorthin reisen und jeder von euch wird seine besondere Erfahrung mit diesen Energien machen. Jetzt möchte ich mal ausholen und euch erklären, was ich als Botschaft dazu erhalten habe. Und zwar bin ich sehr eng auch mit Atlantis verbunden, denn ich habe dort viele Inkarnationen gelebt. Es gibt eine hohe Priesterin in Atlantis, die Eritis. Diese wundervolle Energie dieser hohen Priesterin hilft uns heute dabei, die Geheimnisse von Atlantis zu entdecken, denn es gibt einen Ruf von Atlantis, einen Ruf. Und dieser Ruf, der wird euch erreichen. Der wird genau diejenigen erreichen, die damals auch dabei waren. Und zwar hat man ja in Atlantis mit sehr hohen Energien gearbeitet. Und diese Energien hat man in Heilsteine, in Heilkristalle hineintransportiert. Und ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Ich habe da also versucht, das verständlich zu machen. Ich schalte jetzt gerade mal um. So, ihr Lieben. Ihr seht jetzt hier also drei blaue Kreise mit einer Skizze und ihr seht einen hier gleich ganz oben, ein Stein, ein Kristallstein. Und so ähnlich sahen damals die Steine aus. Und man hat also in Zeremonien hat man sich versammelt und hat diesen Stein, hat jede Priesterin gehalten und hat diesen einen Stein, ich erkläre euch, wie das war, und man hat dann, jede Priesterin hat ihr Wissen in diesen Stein einfließen lassen, ihre Energien und hat es dann weitergegeben zur nächsten hohen Priesterin. Und dann hat dieser eine besondere Kristallstein die Runde gemacht und am Schluss haben alle ihre Hände ausgestreckt und der Stein war dann in der Mitte nochmal, wurde von allen getragen und hat die ganze atlantische Energie bekommen. Das ist so ein wunderschönes Bild, was ich gechannelt bekommen habe. Und ihr könnt es euch, denke ich, jetzt auch richtig vorstellen. Und dann kann man also, wenn man so einen Stein hat oder wenn man diesen Kristallstein nachher auch in der Botschaft nochmal von Eritis nochmal bekommt, dann haben die Priesterinnen Zeichnungen gemacht, geometrische Zeichnungen von den Energien, die jetzt in diesem einen Stein eingespeichert wurden. Und die drei dunklen Kreise, die ihr so seht, das sind Beispiele, wie die jetzt praktisch für einen bestimmten Stein stehen. Und das ist das, das ist genau die Energie, in die wir heute reingehen. Ich mach's mal wieder weg, ihr werdet mich gleich sehen. So, und in diese Energie werden wir heute hineingehen und ihr werdet es spüren. Denn mit dem, was wir heute tun, und Eritis hat gesagt, es wäre gut, wenn so viel wie möglich Menschen dabei wären, um diese Kristalle, die unten im Meer liegen, die liegen energetisch dort, dass man die neu aktivieren kann oder mit unserer Liebe und unserem Licht unterstützen kann. Denn
Es sind in diesen drei Kristallen, um die es heute geht, dort sind Aufstiegsenergien eingespeichert. Also man kann sagen, es geht um die Aufstiegskristalle mit atlantischer Energie. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine hochenergetische Sache ist, dass da so viele kräftige Energien in diesen Kristallen sind und wir dürfen heute das unterstützen und es wird eines Tages, ich kann den Zeitpunkt nicht nennen, es wird der Tag kommen, wo diese drei Kristalle sich enorm ausdehnen, wo alle Menschen dann diese Energie spüren werden. Und das, was wir heute tun, das ist die Hilfestellung, dass sie sich neu aktivieren und weiter vergrößern können, dass sie für die Menschen fühlbar werden. Das ist das, was wir heute tun. Und ich soll euch auch sagen, je öfters ihr diese Botschaft hört, umso mehr Energie und Licht wird in diese Kristalle einfließen und letztendlich die ganze Menschheit unterstützen. Ist das nicht herrlich? Also ich bin richtig voller Freude dabei und habe auch schon mit Erites natürlich vorher gesprochen und es wurde auch alles vorbereitet. Es wurde für euch eine Basis geschaffen, sodass wir mit ganz vielen Menschen jetzt in die Energie eintauchen können, um das, was gerade geschieht auf der Welt, um das in eine andere, bessere Energie hineinzubringen und natürlich auch um Frieden zu bringen. Wir werden, wie ihr seht, von allen Richtungen unterstützt und die atlantische Energie ist sehr machtvoll und stark. Das kann ich selbst sagen aus meinen Erfahrungen. Und vielleicht wird ja der eine oder andere von euch ja plötzlich dann auch feststellen, ich war ja damals dabei. Denn Erites hat gesagt, es werden speziell diese Menschen dabei sein und auch jetzt in dem Ritual, was wir gleich machen werden, die damals auch dabei waren. Denn diese Menschen werden von dem Video, von der Energie des Videos so stark angezogen, dass sie gar nicht anders können, als wie das anzuschauen. Und ja, das freut mich sehr, denn ich bin ja natürlich auch froh über jede Hilfe und Unterstützung, die wir bekommen können. Und ich danke auch sehr für die Ausbildungen, die wir im Atlantis-Webinar schon bekommen haben, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt in Bezug mit vielen großen, hohen Lehren von Atlantis komme. Und wir hatten damals in dem Webinar so viel Informationen bekommen und auch so wunderbare Heiltechniken bekommen. Und das wird jetzt alles nochmal in eine ganz andere, höhere Energie hineingetragen. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist der Link. Und ich kann euch nur einladen, jetzt gleich auch in die tolle Energie von Atlantis mit mir zusammen hineinzugehen. Die Kanalmitglieder, die wissen ja, dass wir jeden Monat ein Video, ein Webinarvideo euch geben, damit ihr euch auch weiterbilden könnt. Und das letzte war auch so, so schön. Und ich bin auch so dankbar dafür, dass ich dies machen darf. Jetzt geht's dann gleich los. Ich werde mich einsprühen, heute mal mit der 99. Und ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschenfamilie, ich darf euch heute einladen zu einem hochenergetischen Ritual, in welchem ihr selbst diese Macht und Kraft spüren könnt, die ein jeder von euch in sich trägt. Und so bitte ich dich, atme nun das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht aus, sodass du ganz in deine Mitte kommst und dich zentrierst.
Versuche, in dieser Energie zu bleiben, währenddessen ich nun die Hohepriesterin von Atlantis rufen werde. Ich bin Eretis und ich bin die Hüterin der Kristalle von Atlantis. Die Zeit ist gekommen, denn die Aufstiegskristalle von Atlantis werden reaktiviert. Mit deiner Hilfe. Diese Kristalle haben die Macht, die Welt zu heilen und ein neues Zeitalter des Friedens und der Verständigung herbeizuführen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit dies geschehen kann. Und so frage ich dich, wirst du uns helfen? Wirst du dabei sein? Beantworte diese Frage mit deiner inneren Stimme. Ich, Eretis, werde es wissen und fühlen. Diejenigen, welche jetzt mit ihrer inneren Stimme und ihrem Herzen ihr Einverständnis gegeben haben, waren einstmals schon mal dabei, als die Kristalle im Meer vergraben wurden. Leider konnten die Kristalle damals nicht geborgen werden, aber sie sind seitdem hinter einem energetischen Schutzschild versteckt worden. Während sich unsere Erde, die blaue Perle, verschiebt und der Schleier zwischen den Dimensionen immer dünner wird, beginnen diese Kristalle wieder nach uns zu rufen. Dieser Ruf wird genau bei den Menschen fühlbar sein, die damals Priesterinnen oder Priester in Atlantis waren. Diese Kristalle sagen: Wir brauchen dich, wir brauchen die Kraft der Liebe, um wieder aktiv zu sein. Die Kristalle besitzen eine lebende Energie und sie fühlen, dass jetzt die Zeit reif ist und dass sie gebraucht werden, um den Aufstieg zu beschleunigen. Die Kristalle sagen, die Jahre der Ruhe, sie sind vorbei. Unsere Kraft möchte sich zeigen und der Kampf zwischen Gut und Böse wird beendet sein, denn das Licht ist so kräftig und so stark und es wird von uns, den Kristallen, unterstützt. Das neue Zeitalter braucht die Kraft der Kristalle. Und mit dir zusammen werden wir den Kristallen Energien senden. Denn ein neues Zeitalter bricht heran und mit ihm kommt eine neue Ära des Friedens und der Fülle. Die Aufstiegskristalle von Atlantis werden reaktiviert. Und sie werden uns und allen Menschen helfen, dieses neue Zeitalter einzuleiten.
Und wir sind gerufen, energetisch zusammenzuarbeiten. So lasst uns unsere Energien bündeln und dazu beitragen, dass dies geschehen kann. Ich, Erithees, leite euch gerne dazu an, damit wir die größte mögliche Energieübertragung machen können. Wenn du die Kraft spüren könntest, die von den Aufstiegskristallen von Atlantis ausgeht, und vielleicht spürst du es schon, dann wüsstest du, dass heute und hier etwas ganz Großes passiert. Denn mit deiner Hilfe werden die Kristalle reaktiviert. Und nun werden wir beginnen. Falte nun deine Hände und lege sie auf dein Herz. Schließe deine Augen und spüre deine Liebe und die Kraft, die von den Kristallen ausgeht. Bringe nun diese Kraft und diese Liebe in dein Herz und lass dich von ihr erfüllen. Die Kristalle beginnen nun, sich mit dir zu verbinden. Und es ist für dich, es ist so, als wenn du dich voller Liebe auffüllst. Du spürst die Energie von damals, diese reine hohe Kraft der Liebe. Erinnere dich, ob du damals bei den Priesterinnen dabei warst. Erinnere dich an die geheimen Rituale und die Worte, die damals gesprochen wurden. Stell dir nun vor, dass du einen Kristall in beiden Händen hältst. Du spürst bereits die hohe Energie. Ein Wort aus der Priestersprache der Atlanter von damals. Es heißt Ushandara. Ein weiteres ist Ma'alona. Sprich nun Ushandara, Ma'alona. Diese Worte bedeuten Liebe und Licht. Sie sind die beiden mächtigsten Energien von Atlantis. Und spüre nun, wie sich die Energie des Kristalls mit deiner Seele, mit deinem Licht verbindet. Und lass nun deine Liebe zu dem Kristall in deinen Händen fließen. Gib das Licht, welches du geben möchtest, in diesen Kristall hinein, denn er wird jetzt dich spüren. Er wird deine Energie und deine Liebe spüren. Er wird durch dich wieder aktiv werden. Sage nun, Aloma Javis, Luna Javis, ich bin die Liebe, wir sind die Liebe. In dem Moment spürst du einen Schauer in deinem Körper und der Kristall beginnt zu pulsieren. Du darfst ihn nun loslassen. Und er wird
sich am Meeresgrund mit den anderen Kristallen verbinden. Eine große Kraft wird entstehen durch das, was du heute getan hast. Vielleicht spürst du dieses erhabene Gefühl und vielleicht spürst du auch die Kraft der Priesterschaft von Atlantis. All dies ist ein Teil von dir. Sende nun aus deinem Herzen einen Strahl auf die Erde, der Dankbarkeit, der Liebe und des Friedens, denn du trägst nun die Aufstiegskraft der Kristalle von Atlantis. Und wenn du dich dazu berufen fühlst, dann wiederhole dieses Ritual immer wieder einmal, um zu helfen, dass die Energie sich steigert und die Kristalle ihre volle Kraft entfalten können. Ich danke dir aus vollem Herzen dafür, dass du heute mit mir zusammen dieses Ritual vollzogen hast. Erithes verabschiedet sich von dir, voller Liebe und Licht, und du darfst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz da. Ich danke dir auch so sehr für dein Licht und deine Unterstützung. Ich konnte die Kristalle so richtig stark fühlen und ich konnte auch fühlen, wie sie sich mit meiner Herzenergie verbunden haben. Und ich glaube, viele von euch oder bei vielen von euch war es auch so. Wenn dir mein Video gefallen hat und du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du gerne auf diese Kugel klicken und mich abonnieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Alles, alles Liebe. Bis bald.